Das heißt, 10.000 hat man dir angeboten. Wallahi, wenn man dir Millionen anbietet, du bist nicht bereit, diese Augen zu geben. Weil diese Augen, liebe Brüder, es ist wertvoller als 500 Jahre Ibadah, Anbetung von einem Diener von Banu Israel. Die Geschichte von diesem Mann von Banu Israel, ein Mann hat Allah angebetet 500 Jahre. Stell dir 500 Jahre Gebete. 500 Jahre gedenkte Allah subhanahu wa ta'ala. 500 Jahre auch, hat auch viel gefastet in diesen 500 Jahren. Er hat nachts gebetet. Und dieser Mann hat an einer Insel gelebt, umsingelt von salziges Wasser, vom Meer. Was macht Allah für seine Anbetung? Allah hat ihn eine Quelle mitten in diesem salzigen Wasser rausgeholt, wovon er jeden Tag trinken kann. Allah hat sich einen Baum gegeben, diesen Granatapfelbaum gegeben. Normalerweise wächst es nur einmal im Jahr. Bei ihm wächst es das ganze Jahr durch. Jeden Tag hat er eins bekommen. Ein Geschenk von Allah. Er darf essen, trinken. 500 Jahre lang. Dann als er starb, steht vor Allah. Dieser Allah sagt, tritt ins Paradies ein mit meiner Barmherzigkeit, mit meiner Gnade darfst du ins Paradies. Er sagt, nein, ja Allah, ich möchte mit meinen Taten ins Paradies. Kommt ein bisschen Hochmut. Dann Allah sagt, bring dich wieder zurück. Was hat Allah gemacht? Allah hat ein einziges Auge von ihm genommen. Ein einziges. Weil Allah hat uns subhanahu wa ta'ala zahlreiche Gaben gegeben, subhanahu wa ta'ala. Dieses Auge wurde auf eine Waage gestellt. Und 500 Jahre Anbetung auf die andere Waagschale. Welche wiegt mehr? Das Auge wiegt mehr als diese 500 Jahre Anbetung. 500 Jahre, was sind 500 Jahre gegenüber unseren 60 Jahren? Nichts. Also unser 60 Jahre gegenüber 500 Jahre ist nichts. Dann Allah wiegt, dann sagt Allah, nimmt ihn in Jahannam. Jetzt darf er in Jahannam gehen, ins Höllenfeuer mit ihm. Dann sagt, nein, ja Allah, ich gehe mit deiner Gnade ins Paradies. Jetzt hat er erkannt, dass ein einziges Auge, hat sich noch nicht mal mit diesen 500 Jahren Ibadah für ein einziges Auge bedankt. Dann sagt Allah zu ihm, bringt ihn wieder zurück. Allah sagt, ich habe dich erschaffen mit meiner Gnade. Ich habe dich versorgt mit meiner Gnade. Diese 500 Jahre Anbetung, du hast mich angebetet mit meiner Gnade. Das heißt, ich habe dir das erlaubt. Denn wir sagen, la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und Kraft außer wie durch Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, la quwwata illa billah bedeutet, wir haben keine Kraft, Allah anzubeten, wenn er uns nicht das ermöglicht. Sag, Abdi, ich habe dir ermöglicht, dass du mich anbetest. Normalerweise musst du Allah nochmal anbeten und ihn danken für diese Anbetung, die er dir ermöglicht hat. Sogar wir danken Allah und diese Dankbarkeit hat Allah uns ermöglicht. Ein Gelehrter sagt, wir müssen Allah danken für diese Dankbarkeit. Alles, was wir haben, ist von Allah. Dieser Mann sagt, Allah sagt, ich habe dir 500 Jahre, ich habe dich 500 Jahre leben lassen. Ich habe diese Quelle gegeben, dich versorgt mit allem. 500 Jahre durch meine Gnade. Also du gehst ins Paradies mit meiner Gnade. Am Ende sagt ja Allah, durch deine Gnade gehst ins Paradies. Also Allah subhanahu hat uns so viel gegeben, Jalla fi ala. So viel, liebe Brüder. Also müssen wir uns wirklich ein bisschen nachdenken und Allah danken dafür.